Andreas, war eine knappe Sache und ja, vielleicht zum Schluss ist es noch ein bisschen brenzlig geworden. Ja, war heute ein offener Schlagabtausch. Ich glaube, beide Mannschaften haben sich kämpferisch nichts geschenkt. Im Endeffekt hätten wir vielleicht am Ende noch das Siegtor machen können, vielleicht auch müssen, wie der ganze Spielverlauf war. Wie gesagt, war es ein offener Schlagabtausch. Wir wissen jetzt nicht so recht, ob wir mit dem Unentschieden zufrieden nach Hause fahren können oder ob es vielleicht ärgern können, weil wir die ein oder andere Chance schlecht rausgespielt haben, den letzten Pass einfach schlecht gespielt haben. Und von daher sind wir jetzt ein bisschen zwiegespalten, aber im Endeffekt, ja, ich glaube, beide Mannschaften können mit dem Punkt leben. Es gab eine umstrittene gelb-rote Karte. Wie hast du sie gesehen, wie sie vergeben wurde? Ja, also ich bin ja nicht einer, der wo jetzt auch über den Schiri schlecht reden will, aber Schiri hat es, glaube ich, meiner Meinung nach heute ein bisschen übertrieben. Von daher kann ich die gelb-rote Karte überhaupt nicht nachvollziehen. Da waren andere Fouls eher dabei, die wo dann gelb oder vielleicht auch gelb-rot würdig waren, aber im Endeffekt war der Spielverlauf einfach so und ja, wir wollen uns jetzt nicht beschweren. Ich glaube, der wo heute im Stadion war, der hat auch gesehen, dass der Schiri in vielen Sachen halt weder falsch gelegen hat oder einfach auch weiterspielen lassen hat. Von daher, ja, brauchen wir darüber nicht zu diskutieren. Das Spiel ist 1-1 ausgegangen. Für beide Mannschaften geht es nächste Woche weiter und alles ist gut. Spielberg, Regionalliga-Absteiger, aber vor zwei Saisons war es noch ein kleiner Dorfverein, den man unterschätzt hat. Wie seid ihr jetzt gegen diese Mannschaft ins Spiel reingegangen? Ja, also in der Oberliga brauchst du keine Mannschaft unterschätzen, vor allem nicht wie Spielberg, wo abgestiegen sind. Die haben eine tolle Mannschaft. Von daher, wie gesagt, in der Oberliga darfst du keine Mannschaft unterschätzen. Wir sind hergefahren, wussten, was auf uns zukommt. Dementsprechend haben wir diese Woche trainiert und haben einen Plan ausgehegt. Mit ein bisschen mehr Glück und eigenem Vermögen hätten wir vielleicht das Spiel gewonnen. Was habt ihr euch insgesamt vorgenommen? Die Saison ist ja noch recht jung. Was kann man da von eurer Mannschaft erwarten? Was meinst du? Ja, wir nach der Runde, wo letztes Jahr abgelaufen ist, ist für uns erstmal wichtig, dass wir zu Spiel denken, dass wir uns weiter steigern, dass wir unsere jungen Spieler weiterhin in den Oberliga-Kader ranführen. Und wir werden, wie gesagt, von Spiel zu Spiel schauen, wie wir da stehen und dementsprechend wollen wir dann auch irgendwann mal vielleicht die Ziele nach außen geben, aber im Endeffekt heißt es für uns, jede Woche Gas geben, so viele Punkte wie möglich sammeln und unsere junge Mannschaft weiterentwickeln. Euer nächster Gegner heißt jetzt Oberaachen. Kann man zu dem Gegner etwas präziser was sagen? Ja, Oberaachen ist auch eine sehr gute, spielstarke Mannschaft und ja, ab Montag geht es volle Konzentration auf das Spiel am Mittwoch und dementsprechend haben wir jetzt noch 4 Tage Zeit, wo wir uns erholen können und uns auf den Gegner einstellen können.